So, herzlich willkommen zur US-Vorbörse. Es ist weiterhin ein bisschen Wassertreten angesagt. Vor dem FED-Entscheider morgigen Mittwoch, heute treffen sich ja die amerikanischen Notenbanker, morgen fällt dann die Entscheidung. Es wird mit keinen bewegenden Nachrichten gerechnet. Allerdings wird natürlich wieder zwischen den Zeilen irgendwie gelesen, ob man vielleicht dann einen Hinweis erhält, ob denn dann die FED bei ihrer nächsten Sitzung oder dann im Dezember letztendlich trotzdem an der Zinsschraube dreht. Aber bevor wir uns mit dem Thema beschäftigen, kommen wir zunächst einmal nach Frankfurt, beschäftigen uns mit dem DAX und meiner Kollegin Franziska Schimke. Wie sieht es denn da aus? Ja, so richtig Schwung will heute hier nicht aufkommen. Gestern sind wir ja positiv aus dem Handel gegangen zum Wochenauftakt, hatten dann an die positive Vorwoche weiter angeknüpft. Aber jetzt will man eben vor dieser FED-Leitzinsentscheidung zur Wochenmitte und vor der Bundestagswahl am Sonntag einfach kein großes Risiko eingehen. Und somit ist man verhalten unterwegs. Der ZDW-Index, den wir bekommen haben, der ist besser ausgefallen als erwartet. Das hat uns zumindest von den Tagestiefständen wieder etwas wegkommen lassen. Trotzdem sehen wir den DAX aber jetzt moderat im Minus mit 0,1%. Also das ist jetzt auch nicht richtig Druck, den wir nach unten sehen. 12.544 der aktuelle Stand. Die ersten Konjunkturdaten aus den USA letztlich auch nicht einheitlich. Und somit schaut man natürlich auch auf die Gemeinschaftswährung, den Euro. Der war zwischenzeitlich schon mal wieder über der Marke von einem US-Dollar 20, ist aktuell wieder darunter. Aber auch das ist natürlich letztlich ein bremsender Faktor. Und auch am Devisenmarkt schaut man natürlich mit beiden Augen auf den Mittwoch, auf die FED-Leitzinsentscheidung. Wir schauen jetzt auf die Top-Favoriten. Die Deutsche Post einmal mehr vorne mit dabei. Xane BNP hat das Kursziel auf 50 Euro angehoben, sagt Outperform. Lufthansa vorne mit dabei bei der deutschen Börse. Da knüpft man an die jüngste Kurserholung weiter an. Aber auch FMC und Pro7Sat1 grün. Rot hingegen die Aktie von RWE nach einem negativen Analystenkommentar von Xane BNP. Die senken von neutral auf Underperform. Ansonsten Adidas, ThyssenKrupp, Linde und die Aktie von der Commerzbank unter den größten Verlierern. Und was sollten wir ohne die ganzen Analystenkommentare machen? Da wäre ja praktisch überhaupt nichts gespielt in Frankfurt. Vielen Dank nach Frankfurt. Damit kommen wir zurück zur US-Vorbörse. Ich habe es gerade schon gesagt, es ist alles verhalten im Plus. Es ist also weiterhin grün, 0,08, 0,09, 0,10% im Plus. Das kann sich innerhalb von Sekundenbruchteilen dann natürlich, wenn die Glocke dann erstmal ertönt, auch geändert haben. Dass sich der, so, jetzt war die Regie etwas sehr schnell, das genauer geht, gehen wir nochmal zurück, dass sich der Gesichtsausdruck von Elon Musk, dem genialen Gründer, dem genialen, will ich jetzt nicht sagen, Gründer von Tesla, aber dem genialen Vorstandschef von Tesla heute nochmal erhält, das könnte ich mir eher nicht vorstellen, denn einer Analysten haben jetzt gesagt, ein Analystenhaus ist jetzt rausgekommen, hat gesagt, okay, alles schön und gut, es ist wirklich sehr imposant, was hier medial auch gezaubert wird. Aber wir glauben, dass letztendlich Tesla an seine Kapazitätsgrenzen stoßen wird. Es wird zu Verspätungen kommen und das wird den Kurs unter Druck bringen. Dazu kommen wir dann später. Jetzt können wir dann gerne auf ein weiteres Thema kommen. Gold nämlich heute etwas stärker jetzt. Wir sehen hier dieser steile Anstieg, dieser nicht so sehr ausgeprägte Rücksetzer, ja, ist natürlich auch relativ steil, aber ist nicht ganz so ausgeprägt und momentan weiterhin alles gut, eine kleinere Korrekturbewegung, nichts Großes passiert. Jetzt kommen wir zu Einzelwerten, die Tesla, die ich gerade angesprochen hatte, Sie sehen schon, es geht 2% hier in Deutschland nach unten, in den USA liegen wir momentan bei Tesla so etwa 1,3, 1,5% hinten. Weshalb? Weil Jefferies ganz einfach gesagt hat, wir würden die Aktie untergewichten und wir sehen das Kursziel bei 280 Dollar. Das sind vom jetzigen Niveau ausgerechnet rund 25, 26%. Und das ist natürlich schon ein herber Schlag ins Gesicht dieses erfolgsverwöhnten Unternehmens gewesen. Natürlich auch gut möglich, dass man bei Jefferies gar nicht so pessimistisch ist, aber mal sich aus diesem Mainstream der Fanboys da ein bisschen abheben will, sagt, Mensch, machen wir doch mal ein bisschen Eigenwerbung, was soll jetzt schon noch groß schief gehen, nachdem der Kurs ja wirklich gut gelaufen ist in den vergangenen Monaten und vor allen Dingen in den, wenn man das jetzt alles über ein paar Jahre sieht, dann ist das ja wirklich eine große Kursrallye bei Tesla gewesen, ohne dass das Unternehmen bisher eigentlich
groß dafür was tun musste, außer medial, wie gesagt, zu glänzen. Das hat er getan, der gute Elon Musk. Und jetzt geht's, wie gesagt, erstmal ein Stückchen abwärts. Aber auch da nichts passiert. Mal schauen, ob es da irgendwelche längerfristigen Auswirkungen gibt, ob da irgendwas zurückbleibt. Bei Ballot Power, die hatten wir ja dabei, die habe ich jetzt auch noch mal morgens mit dabei gehabt. Da geht es heute im frühbörslichen Geschäft, also im vorbörslichen Handel, ein wenig nach unten, nachdem die Aktie gestern wirklich noch mal richtig gezaubert hat. Und das, was wir hier sehen, dieses Hoch, das hat es in den USA nicht gegeben. Also da ist man knapp unter diesem alten Hoch geblieben. Dann ging es wieder ein bisschen nach unten, sind wieder ein paar Bären reingekommen. Aber alles in allem hat sich die Aktie gestern trotzdem noch sehr gut geschlagen. Was mich jetzt, und jetzt kommen wir zu dem zweiten Wert, der da ja im unmittelbaren Zusammenhang steht, was mich so ein bisschen gewundert hat und wirklich, jetzt muss ich auch sagen, es hat mich geärgert. Ich habe gestern tatsächlich den ganzen oder einen Großteil meines Abends damit verbracht, mir die Kurse anzuschauen, habe auf der Plattform gesehen, ja, ich habe Ballot Power so ein bisschen im Blick gehabt und habe natürlich auch Plug Power im Blick gehabt. Plug Power, die haben in den vergangenen Tagen immer mal wieder gesagt, Mensch, wir haben einen super Auftragsbestand für Walmart und wir arbeiten das jetzt ab und auch für Amazon. Und das hat ja für ordentlich Druck dann auch in dem Titel gesorgt, auch wenn man das jetzt hier gar nicht so richtig wahrnehmen will. Auf jeden Fall die Aktie den ganzen Abend so, ja, ich weiß nicht, 1,8% im Plus, relativ uninspiriert. Irgendwann habe ich dann auch die Nerven verloren, bin dann ins Bett gegangen, habe vorher natürlich noch meine ganzen Handelssysteme ausgeschalten und bin heute Morgen dann aufgewacht und habe gesehen, Mensch, die ist um 10% gestiegen. Und das hat mich mal tatsächlich geärgert, weil ich sage, Mensch, wenn man das den ganzen Abend verfolgt und genau dann, wenn man ausmacht, in der letzten Handelsstunde war es, glaube ich, da ging es mal richtig zur Sache. So, und das könnte bei Plug Power sich jetzt noch ein wenig fortsetzen, denn wir kommen an einige interessante Widerstandsmarken hier bei 2,10 ist es in Euro, liegt natürlich ein bisschen drüber bei 2,25, 2,35 in US. Dollar. Und wenn da jetzt Druck reinkommen sollte, dann könnte ich mir schon gut vorstellen, dass da ein bisschen was aufgeholt wird, dass sich viele Trader dann auch auf das Momentum verlassen, die relativ schnell bei solchen kleinen Werten, wenn da Bums reinkommt, wenn das Handelsvolumen anzieht, und das sollten Sie dann durchaus mal in den Charts nachvollziehen, wenn Volumen reinkommt, dann ist wirklich mal Zeit für einen Trade. Das ist alles sehr spekulativ, alles sehr risikobelastet, überhaupt gar keine Frage, macht aber irre viel Spaß, wenn es funktioniert in die richtige Richtung. So, jetzt kann ich klicken, kommt nichts mehr. Das heißt, die Sendung ist auch schon wieder vorbei. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Ich werde mich jetzt wieder vor meine Kurstafeln verziehen und ich hoffe, dass wir uns dann morgen früh an gleicher Stelle wiedersehen. Bis dahin, tschüss.